Unter Extraktion versteht man der Übergang von einer Komponente zwischen zwei Lösemitteln, die sich nicht miteinander mischen. In dieser Aufgabe soll dieser Übergang von Jod zwischen Wasser und Schwefelkohlenstoff berechnet werden. Wir haben das Nernst'sche Verteilungsgesetz hier anzuwenden. Der Nernst'sche Verteilungsfaktor ist 588, was bedeutet, Jod löst sich im Schwefelkohlenstoff, im Extraktionsmittel, 588 mal besser als in der wässrigen Lösung im Raffinat. Hier haben wir die Skizze unseres Extraktionsexperimentes. Am Anfang, zum Zeitpunkt 0, ist das Jod insgesamt im wässrigen Medium. Im Gleichgewicht auf der rechten Seite hat sich das Jod entsprechend dem Nernst'schen Gesetz verteilt. Zu jedem Zeitpunkt ist die Jodmenge in unserem Gesamtgefäß gleich groß. Das heißt, wir können eine Bilanzgleichung aufstellen, die einfach nur aussagt, dass diese Jodmenge in den beiden Phasen zusammen addiert denselben Wert ergibt. In dem Fall haben wir jetzt die Jodmenge zum Zeitpunkt 0 gleich der Jodmenge im Gleichgewicht. Die Nernst'sche Gleichung hingegen, die gilt nur im Gleichgewicht, entsprechend die Indizes GG. Wenn wir beide Gleichungen ineinander einsetzen und bedenken, dass die Konzentration zum Zeitpunkt 0 im Extraktionsmittel gleich 0 ist, erhalten wir diese Gleichung, die können wir nach der Konzentration im Raffinat auflösen und erhalten die unten stehende Gleichung. Bedeutet, die Konzentration nach der Extraktion im Gleichgewicht ist Konzentration vor der Extraktion mal einem Abreicherungsfaktor. Vr durch K mal Vx plus Vr. Dieser Abreicherungsfaktor ist zu berechnen, wenn wir zum Beispiel aus 1 Liter Lösung mit 0,005 Liter Extraktionsmittel extrahieren, haben wir einen Abreicherungsfaktor von 0,25. Die Konzentration des Jods nimmt von 100% auf 25% nach der Extraktion ab. Besonders effektiv ist es, wenn wir die Extraktion mehrfach durchführen, dann können wir diesen Abreicherungskoeffizienten zur Endenpotenz erhöhen. Wenn wir zum Beispiel 10 mal extrahieren, dann haben wir diese 0,25 hoch 10 und das ist ein Abreicherungsfaktor, der 1,1 ppm beträgt.